Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forest. Wir haben da vorne eben Besuch. Und die scheint es doch nicht so sehr zu interessieren hier. Jetzt auch keiner da irgendwie reingerannt oder so. Okay, schade. Aber die verbringen gerade sehr viel Zeit an meinem Wagen. Wir geben noch die Stöcker mal hier einlagern. Ne, 20 passt da. Okay. 20 ist Maximum. Also haben wir insgesamt jetzt 30 Stöcker auf Tash, kann man sagen. Ich nehme auch noch mit. Bisschen Fleisch. Ja, ich wage mich jetzt sehr, sehr nah an die ran. Im Dunkeln. So. Die haben uns jetzt hoffentlich nicht gesehen. Ich glaube, einen Baumstamm werden wir sogar hier zurücklassen müssen. Was ein bisschen schade wäre. Ja, einen lassen wir zurück. Einen lassen wir zurück. Aber naja, ist halt so. Aber wir können dann immerhin die Zeit nutzen, um das da vorne wieder weiter auszubauen. Weil die Festung da, die will ich definitiv fertig haben. Und bestimmt seid ihr auch euch schon am habe ich einen versehentlich von da genommen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, ich habe aus Versehen einen der Stöcker genommen. Und ich hoffe nicht, dass der jetzt ins Wasser gefallen ist oder so. Ja, wenn ich einen der Baumstämme aus Versehen beim Paddeln hier mitnehme, ist es wiederum was anderes als jetzt bei den Stöckern, wenn Inventar noch dazu voll ist. Denn bei einem vollen Inventar, ein Stöcker, der schmeißt die ja immer wieder hin. Bei so einem Baumstamm, der wird nur so machen. Dann kann ich ihn einfach wieder da rein. Aber das, was der dann zu viel hat, schmeißt er dann wieder weg. Und dann kann es sein, dass er mir ins Wasser gefallen ist. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt passiert ist. Das wäre nämlich richtig bitter. Nee, den wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt wieder nicht aufgepasst, wie ich am Segeln bin, beim Paddeln.
So, wir wollen noch ein bisschen drehen. Kleines bisschen, ja. Genau. Und so. So wollen wir hier hin. Dann setzen wir das mal hin. Ja. Ich glaube, das Ding da hinten werde ich auch noch mal neu planen. Ich glaube, den werde ich noch mal abreißen da und eine neue Planung hinten hinsetzen oder so. Mal schauen, wie ich das dann machen werde. Aber da hinten will ich auf jeden Fall einen Turm haben. Wir nehmen von dem hier. Das werden aber auch ganz schon viele Folgen sein. Ich glaube, mein komplettes Let's Play von The Forest besteht fast nur darauf, wie ich diese Hütte hier am Bauen bin. Aber ich weiß ja noch ganz am Anfang, wie verkackt ich es hatte, überhaupt irgendwie ohne ein Floß von da drüben hier rüber zu kommen und auch immer wieder überlegt hatte, wie kommen wir da hin und so weiter. Und ich lange Zeit einfach nicht auf die Idee kam, ein Floß zu bauen. Somit habe ich da so noch in Erinnerung, dass ich ein paar Ewigkeiten nicht auf die Idee kam. So, wir machen mal ein bisschen Licht. Oh, der ist auch schon fertig. Nice. Nice. Die wird's auch langsam wird. So. Jetzt wollen wir nach da hinten hin zu dem Turm da kommen. Boah, aber ich freue mich echt, wenn das Ding fertig ist. Dann kann ich auch schon anfangen, dann in eine Richtung hier zu starten, oben und unten. Der ist jetzt auch fertig, nice. Und dann machen wir uns das richtig gemütlich hier auf jeden Fall. Ja. Ich drücke C zum Ablegen. Nice. Wie dumm ich manchmal bin. Ah, geil. Regen. An sich, Regen mag ich. Ist echt, echt geil eigentlich, Regen. Ist ein richtiger Segen, wenn man ehrlich ist. Klar ist immer das Wetter dann so grau und so. Aber an sich, wenn man genau überlegt, Regen ist so ein riesen Segen für uns alle.
Also erstmal Stöcker auch noch mitnehmen. Ah, okay. Ich kann nicht einfach so Stöcker mit rausnehmen, wenn das voll ist. Oh, ich fange an zu frieren. Wir machen uns eben ganz schnell warm. Oh, komm. Schmeißen wir noch das hier rein. Trinken noch einen Schluck hier. Rüsten den mal aus. Machen den noch mal voll. Wie voll ist der jetzt? 100%. Alles klar. Was? Ich schmeiß mal Geld rein, vielleicht hält er länger. Ah, Essen ist fertig. So. Wir müssen mal zusehen, dass wir uns auch mal warme Kleidung irgendwie fertig machen. Es hat aber auch aufgehört zu regnen, okay. Weil wir haben auch vor allem erst recht das Schneegebiet, was da hinten ist, noch gar nicht erkundet. Konnten wir auch gar nicht, weil kalt und ich glaube auch zu gefährlich. Aber ich muss auch noch mal schauen, für warme Kleidung, was man dafür braucht. Jo, die Nachbarskinder sind da wieder draußen. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Ansonsten tut mir leid, falls das die Leute stört. Aber an sich, ich habe mich schon damit abgefunden, dass die... Okay, die sind diesmal nicht am Schreien, sondern da nur ganz normal am Reden. Aber dass die hier einfach mal in der Nachbarschaft... Einfach wie bekloppt rumschreien. Ich habe mich schon mittlerweile damit abgefunden. Ich hoffe auch jedes Mal, dass man das Rumgeschrei von denen nicht in den Aufnahmen hört. Ich hatte auch schon tatsächlich mal mit den Eltern von denen gesprochen gehabt, so, weil ich die auch aufnehmen möchte und so. Und das, ich will auch das Risiko reduzieren, dass man die hier rumschreien hört. Aber bisher hat die Eltern haben das auf jeden Fall voll und ganz verstanden, haben sich sogar tatsächlich bei mir entschuldigt, obwohl ich gesagt hatte, so, es tut mir auch leid, dass ich so eine Frechheit überhaupt hier anspreche und so weiter, weil ich fühle mich da auch nicht gerade wohl, überhaupt so eine Position nehmen zu wollen, so Kindern ihren Spaß zu verdirben und so weiter, weil kann ja sein, dass die Kinder das so sehen. Und ja, also ich weiß auch nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr rechtfertigen oder so. Aber an sich, ich will damit schon sagen, Kinder sind zwar toll, dürfen auch ihren Spaß haben und so weiter, sollen sich ausleben können, auf jeden Fall. Aber ich möchte auch halt meine Aufnahmen hier machen und ja,
ist auch schwierig, irgendwie einen Mittelweg zu finden. Ich habe jetzt für mich selber auch gesagt, so, okay, ich finde mich auch damit ab, wenn die da mal schreien und so. Aber dass die auch versuchen, mal vielleicht hin und wieder mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen oder so, nicht vielleicht zu sehr zu schreien. Oder einfach mal vielleicht zum Spielplatz zu gehen, was hier gleich um die Ecke ist. Also ist es nicht einmal weit. Da ist es sogar von hier, wo ich wohne, kann man gut dahin gucken. Da kann man die Kinder auch gut im Auge behalten, so. Falls da irgendwie so ein ganz komischer Typ ist. Und ja, oder irgendwelche anderen Geschichten, die ja vielleicht einem Angst machen könnten oder so. Ich hoffe nicht, dass sowas jemals passiert hier. Und aber trotzdem, die und da hinten kann man die auf jeden Fall definitiv nicht hören. So rumschreien. Aber wenn direkt hier genau unter meinem Fenster oder so, hier vom Arbeitszimmer und vor meinem Fenster da rumgeschrien wird. So, weil die hier an dem Weg da hin und her rennen, rumschreien und so weiter. Kann schon ein bisschen anstrengend werden. Aber ich will damit definitiv nicht sagen, dass die nicht ihren Spaß haben sollten. Das will ich damit nicht sagen. Die können ihren Spaß haben und so. Würde mich nur halt freuen, wenn es nicht direkt unter meinem Fenster wäre. Wir haben die Stöcker vergessen. So, und jetzt haben wir auch lang genug über die Nachbarskinder hier gequatscht. So. Oh, das wird noch ewig dauern. Wofür waren die nochmal? Scheiße, habe ich vergessen. Das war, glaube ich, vergessen, wofür die alle waren. Bin ich echt gut. Ach, wird schon ganz oben. Okay. Okay, ich bin schon ganz oben. So. Ja, geil. Haben wir gleich schon dieses Stück der Mauer fertig. Und mal schauen, wie viel wir noch von dem Eckturm da hinten fertig kriegen. So. Yay. Nicht auch Sapuse. Ja. Geil, den haben wir gleich fertig. Und dann auch noch gleich sehr, sehr wahrscheinlich die zweite Wand von dem Turm auch noch. Den habe ich vergessen. Wir fangen aber hier an. Das ist ja nämlich die erste Wand von dem Turm. Rote und dann den hier. Der Turm wird ein bisschen breiter, sehe ich gerade. Aber egal, ist halt nur für Survival hier, Festung.
Muss mir aber auch so überlegen, so, wenn das hier real life bei jemand passiert wäre. Muss nur so hier auf so einer einsamen Insel. Und der baut sich auch wirklich in real life dann so eine Festung und so. Und dann wird er irgendwann gefunden. Was sich die dann diese ich sag jetzt mal Rettungskräfte in dem Fall, weil ich keine Ahnung habe, wer einen dann da entdeckt, so aber sagen wir mal, diese Rettungskräfte dann, wenn die ihn dann entdecken, so einen, was die sich dann denken, Digga, der hat sich einfach mal hier eine Festung und so weiter gebaut, eine eigene Zivilisation im Allein. Kämpft dagegen irgendwelche mutierten Ureinwohner. Letzter Baumstamm. Warte, wir hatten keine Stöcker mehr da unten, ne? Nur da noch Stöcker? Ne, wir hatten keine Stöcker mehr. Hallo? 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 So, nice, der ist fertig. Nur der da. Den kriegen wir auch noch fertig. Ja, ich sehe schon, wir sind auch langsam erschöpft. Laut der Anzeige unten rechts. Auch gleich irgendwann um. So. Und dann letzter Baumstamm. Dann hätten wir das auch schon fertig. So. Nice. Wenn man dann hier so durchgeht. Okay. Hier komme ich aber rein. Okay, was habe ich denn da für einen Mist gebaut? Warte, das müssen wir uns unten mal ansehen. Hier ist dann aber noch normal. Da habe ich irgendwie Mist gebaut. An der Wand, an der Tür. Wir müssen hier rein, um zu schauen. Ja. Er ist hier. Irgendwo. Ja, hier ist die Tür. Ich erkenne da nichts. Jo, wir sind wieder am Hungern. Das heißt, wir machen uns eben jetzt noch ganz schnell was zu essen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.